Hey Leute und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Spore. Ja, mit wem denn wohl? Mit dem Lebkuchen natürlich. Ja, wir sind jetzt hier gewesen und genau, wir haben eine Kolonie hier aufgemacht. Bei so einem Außenposten mit lilanen Gewürzen, weil die halt extrem selten sind. Da können wir jetzt mal gucken, wo wir uns auch befinden in der Milch. Also wir sind ja relativ nah in der Mitte. Könnte man sagen. So weit ist das ja gar nicht weg. Die Crocs, die Crocs, die Crocs. Ja, dann würde ich mal sehen, dass wir hier mit dem Lilan mal jetzt hier gut Fuß fassen. Sagt man ja auch so schön. Boah, immer diese Mini-Bewegung hier. Kriege ich auch zu viel. Oh, knapp. Für Energie. Dann müssen wir mal sehen, dass wir zu unserem Heim kommen. Nein. Was sind wir denn hier nicht hingegangen? Grüne Gewürze. Ja, ich denke, da holen wir uns auch so ein Kolonisationspaket und hauen das dann da rein. So, jetzt haben wir wieder einige Gewürze bekommen. Danke, dass du mich empfängst. Ja, lad mich mal auf. Ullalala, haben wir viel Geld gemacht. Objekte verkaufen. Leb wohl. Also ich kaufe mir dieses Equipment immer in der Regel woanders ein. Wo es deutlich, deutlich günstiger ist. Die hier sollten das eventuell haben. Was ich möchte. Grüße. Und haben sie es? Ja, also ich habe schon mal das. Aber den möchte ich erstmal haben. Und ja, das ist halt auch. Ne, der Rest lohnt sich ja nicht. Die hatten doch, meine ich. Genau, die können wir nämlich auf den anderen dann auf uns ganz weit weg entfernten Außenposten platzieren. So, dahin wollte ich oder wollte ich dahin? Da kriegen wir blaue Gewürze. Da ist es los. Super Jens, das. Eine blaue, blaue. Terrascor 1 sogar. Das ist doch schön. Ja, wo setzen wir jetzt wieder jetzt hin? Ich... Boah, wieso kann ich nicht so auflegen? Egal. Also ich meinte, dass ich von da dann da unten rauskomme. Irgendwie hat das gerade nicht funktioniert. Keine Ahnung. Mir auch egal. Ullalala. Wie viel man hier so Einzug cachen kann. Ja, machen wir das so. Da haben wir bis zu 5 Dinger an einem Standort. Sollte ja gehen. Cool, dann können wir jetzt auch die Kolonie hier aufbauen. Ach, wir wählen einfach hier unser Equipment aus. Das ist doch... Ach komm, wir nehmen einfach das hier, weil das irgendwie schön aussieht. Nehmen wir das für die Häuser hier. Dann hier... Nehmen wir. Ja, was nehmen wir denn da? Also ich würde das hier irgendwie nehmen, weil das irgendwie ganz nice aussieht. Okay, nehmen wir das.
Und dann nehmen wir für die Fabrik. Eigenkreation. Ja, vor allem 600, na egal. Der will wohl meine Kreation nicht damit einfügen. Traumstampfen. Das klingt doch gesund. Nehmen wir das. Nö. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, setzen wir das hier hin. Oder? Gehen die da hin und weg ist es. Mir voll niedlich. Ja, wir haben auf jeden Fall hier Terrascore zu niedrig. Moment, dann hauen wir hier aber noch ein Unterhaltungsgebäude rein. Geht ja nicht, dass die so traurig gucken. So, Kolonie 1 Dinge erhalten. Mini-Impuls, Mini-Blaster, kleine Gesundheit. 5 Koloniegebäude errichtet. Habe ich das? Ich habe einfach nur strategisch Kolonie platziert. Ich hasse den Sound. Also man sieht jetzt deutlich mit dem insularen Antrieb, den wir haben, dass man weiterkommt hier. Jetzt müssen wir nicht immer so oft Zwischenstopp machen bei einem Planeten. Das hat mich ja immer voll geärgert. Missionen, irgendwas, wie komme ich, okay, bla bla. So, kann man sinnvoll handeln. Lalala. Teuer. Hey, wie viel für die Geldfinde verlangt? Glaub ich das mir... Ja, ansonsten gucke ich mal. Ob wir das nicht irgendwo dann günstiger bekommen. What? Ich muss da hinten hin. Zerstör sämtliche Geschütze auf dem Planeten... Dö. Die Geschütze befinden sich auf Planeten in Yes 4 System. Nee, halt. Halt die Klappe. Ganz ehrlich. Ätzend. Pläperierreich. Was? Willkommen, liebe Mitlebensform. Voll was? Ist es nicht schön, Freude am Dasein des anderen zu haben, genießen? Wir dürfen dich nennen. Das ist durchaus möglich, aber das wissen nur ein... Komm, machen wir mal weiter. Jetzt dann... Schade. Cool, aber kann man wenigstens mit denen sinnvoll handeln? Nö, nicht wirklich. Die verlangen fast genauso viel Geld wie die anderen. 75.000, das ist deftig. Nö. Nö, da kann... Oh, oh verdammt. Nee, ich habe meine Zeit gestellt gehabt. Okay. Das heißt, Geschütz ausschalten auf dem Planeten. Hä? Krieg, zerstöre mit deinen Waffen alle Kolonien auf dem Planeten. Wenn sie sich ergeben haben, kannst du entscheiden, ob du sie auslöschen oder erobern willst. Oh, das ist neues. Das ist neues. Vor allem alle Kolonien ist nur eine. Ah, doch zwei. Sehe ich es jetzt? Also, feuert eine kleine Zündung effektiv gegen feindliche Raumschiffe.
Bin ich tot? Inzwischen ist magischer 8-Ball-Schiff sind deine Verbündeten in der Heimat. Was du auch tun wirst, um ein neues Schiff abzuholen, um deine Flotte wieder aufzunehmen, besuche deine Verbündeten, vergewisse dich erneut ihrer Unterstützung. Achso, ja, ja. Kein Ding. Das Schiff wurde beschädigt. Nein, ernsthaft. Jetzt ist sogar kaputt. Schade. Dein Schiff wie A258 wurde so schwer beschädigt, dass es nun zerstört ist. Dank der Fortschritt deiner Klontechnologie bist du nicht gestorben. Stattdessen kehrst du auf deine Heimatwelt zurück, wo ein neues Raumschiff auf dich wartet. Das ist eine Kackmission, habe ich das übrigens mal erwähnt? Vor allem wollte ich schon sagen, Heimatplanet, das sieht ja irgendwie voll verlassen aus. Ja, ja, Escape. So, nein, es tut mir leid, nein. Ich werde gewiss nicht... Ach warte, ich kann ja... Tuhu. Ein seltsames Schiff. So, wir fliegen hier hin. Und jetzt hier erstmal so ein verbündetes Schiff. Danke, dass du mich empfängst. Diplomatie. Ja, ausgezeichnet. Ja, das ist deutlich günstiger. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Ulalala. 20.000 pro Blaues Dinger bekommen. Das ist viel Geld. Kapitän, ich störe ungern, aber wir haben bla 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 bla. Bam! Hier ist mein Waffenmenü. Mini-Autoblaster, das ist eine tolle Waffe, muss ich sagen. Die Gasthaber wissen nicht, ob wir jetzt die Preise erhöhen oder einen Ausverkauf wegen Brandschäden machen sollen. Wie auch immer, komm später wieder. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ein Ausverkauf. Ich bin für einen Ausverkauf. Komm, wir greifen das hier einfach an. Jawoll. Die Kolonie. Ja, aber schon krass, ne? Irgendwie kann man einfach so einen Planeten angreifen. Durch Handelsrunden bekommst du irgendwann die Möglichkeit, ein Sternsystem zu kaufen. Klicke zum Stern des Handelspartners und klicke auf die Sternsystem kaufen am oberen Bildschirmrand. Dadurch wird das gar nicht sein, das System zu kaufen. Ja, geil, war das so. Ist noch cool. Kann ich auch holen. So. Weil es ein Terra Null Dinge ist, würde ich sagen. Okay. Quatsch. Da, Diplomatie. Kennst du eigentlich also... Hä? Ich möchte gerne dieses Sternsystem. Du wolltest dir mit deinem unser Fahrzeug verkaufen, das ist dir gelungen. So voll wenig Geld angeboten.
Ach, nice, dass das immer geht. Glückwunsch, du hast mit diplomatischen Mitteln ein starkes Handelsbündnis geschlossen und kannst nun mit Verhandlungsgeschick das System kaufen. Und dafür haben wir eine Ökonom 1 Plakette bekommen. Keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich, wenn wir ökologisch Planeten uns einverleiben in unser System. Hör auf zu WBR, Samsung. Glückwunsch, du hast dir den Titel der Gefreite verdient. Diese Beförderung bedeutet, dass du nun eine größere Bündnisflotte befehligen darfst. Schön, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen... her mit dem Nachschub. Schade gar nichts. Nee, schade, gar keine Diplomatie hier. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und... da heißt es dann wieder Let's Play Spore mit dem Levkum 24. Übrigens, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Aber dann in die Kommentare schreiben, wieso, weshalb, warum. Damit ich mich halt verbessern kann. Und ja, das war's von mir und wir sehen uns. Ciao, Leute!